11 Tage lang wurde auf dem Waldkraiburger Volksfest gelacht, gefeiert und an den Fahrgeschäften auch teilweise etwas gekreischt. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus von der 48. Wiesn? Meine Bilanz fällt überwiegend, eigentlich ausschließlich, muss ich sagen, positiv aus. Wir haben ein wunderschönes Wetter gehabt, wir haben ein richtiges Volksfestwetter gehabt. Nur 2 Nachmittage waren ein bisschen verregnet. Das ist, muss man bei 10 Tagen bzw. 11 Tagen damit rechnen. Wir haben heute auch wieder wunderschönes Wetter. Wir denken, wir können das Feuerwerk auf alle Fälle abschießen. Also insgesamt war es einfach klasse. Es gab es ja auch neue Fahrgeschäfte. Wie wurden die denn von den Besuchern angenommen? Welche Feedbacks haben Sie da bekommen? Auch sehr, sehr positiv. Wir sehen ja im Hintergrund den King. Das war ja so das Highlight auf unserem diesjährigen Volksfest an Fahrgeschäften. Es hat super eingeschlagen. Die Leute standen Schlange am Abend, vor allem, weil das ja das Publikum dann da ist. Dürfen wir nur Jugendliche bzw. Menschen ab 1,40 Meter fahren. Also die sind jetzt am Nachmittag noch nicht so viel da, aber am Abend stehen die Schlange und das ist ja was Tolles. War es denn auch eine friedliche Wiesn? Ja, wir haben heute Mittag eine kurze Besprechung gehabt mit der Polizei zusammen. Es war eine außerordentlich friedliche Wiesn. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Vorfall, den man erwähnen müsste. Es gibt an 11 Tagen eine einzige Körperverletzung, glaube ich, und die ging untereinander aus. Da waren sie zwar nicht so ganz grün nach der dritten Masse, ansonsten kein einziger Vorfall, der mit unserem Volksfest in Zusammenhang steht. Also muss ich sagen, friedlicher als in Waldkraiburg gibt es wahrscheinlich kein einziges Volksfest in ganz Deutschland. Was waren denn Ihre persönlichen Höhepunkte in dieser ausgedehnten Festwoche, Ihre Highlights? Also ich habe so ein persönliches Highlight gestern eigentlich gehabt, dieser Lederhosen- und Dirndllauf, den ich ja zusammen mit dem LC Bayern, der VfL-Abteilung Trient Bike und den Leichtathleten zusammen ausrichten darf als Stadt. Der hat wunderbar eingeschlagen. Zum dritten Mal veranstalten wir den. Das war, ja, waren über 100 Läuferinnen und Läufer da. Und ich habe beim Paarlauf auch mitlaufen können mit dem Abteilungsleiter von Trient Bike. Wir haben dann recht einen Spaß gehabt. Er musste im Dirndl laufen, weil er eine Wette verloren hatte quasi. Und es war eine lustige Geschichte. Gestern Abend war noch ein Rock'n'Roll-Abend, der ja bekannterweise ich als Vorsitzender des Rock'n'Roll-Clubs in Waldkraiburg, der mir ganz besonders viel Spaß macht. Seit 10 Jahren haben wir den veranstaltet. Da war absolute Weltklasse und es ist nicht übertrieben, Weltklasse im Tanzen in Waldkraiburg im Zelt. Man hat da wirklich was versäumt und es war so meine persönlichen Highlights. Dienstlich war für mich das Schönste, dass es so friedlich abgegangen ist, dass die Schausteller, glaube ich, ein ganz gutes Geschäft gemacht haben, dass alle zufrieden sind und mir gefällt es immer, wenn ich irgendwo auf einer Seite stehe, sei es im Sternenzelt, sei es im Festzelt und freue mich, wenn die Leute in Waldkraiburg auf unserem Volksfest Spaß haben. Das ist für mich eigentlich eine Bestätigung, da hast du was richtig gemacht.